Hallo, meine Lieben, ich hoffe, dir geht's gut. Heute will ich mit dir mal über Buffet reden. Oder die Analogie, sagen wir so. Warum packst du dir andauernd irgendwelche Sachen auf deinen Teller, auf die du gar keinen Bock hast, die du eigentlich gar nicht essen willst oder dann, wenn sie auf deinem Teller sind, echt ein Problem hast, die irgendwie runterzukriegen? Und damit meine ich, das ist das, wenn ich ganz oft oder andere sagen, mach das, worauf du Bock hast. Geh von deinem Gefühl aus. Was fühlst du? Was möchtest du? Wo fühlt sich's gut an? Wo fühlt sich's leicht an? Es sollte immer ein zur Hölle Ja sein. Alles andere ist ein Nein. Okay? Das heißt, warum guckst du dir bestimmte Sachen in den Medien an, Nachrichten, Social Media, und setzt es gleich, wie wenn du das in dem Moment auf deinen Teller packen würdest. Und dann hast du aber eigentlich, wenn du an deinem Tisch sitzt, mit diesem Teller gar keinen Bock drauf. Mach das doch nicht. Du stehst doch an dem Buffet. Du entscheidest, da drauf. Habe ich wirklich Lust da drauf? Stell dir vor, du stehst an diesem Buffet und es gibt ein paar Sachen, wo du einfach voll Bock drauf hast. Ja? Die packst du auf deinen Teller, alle anderen nicht. Genau, diese Analogie wollte ich dir heute mal mitgeben. Weil wir das ganz, ganz oft im Leben machen, weil dann andere vielleicht nebendran stehen am Buffet und sagen, probier das, das ist voll gut, probier das aus und so weiter. Ja, also das wollte ich dir heute mal mitgeben und das soll nicht heißen, dass du nichts ausprobieren sollst oder, um Gottes Willen, aber bevor du Dinge auch ausprobierst, guck, wie es sich anfühlt. Wenn du von vornherein schon das Gefühl hast, nee, das werde ich nicht essen, auf keinen Fall, niemals, dann lass es. Du musst es doch nicht machen. Du musst die Sache. Ich hoffe, dir geht's, wie gesagt, gut. Lass es dir gut gehen und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bis dann.